Shalomo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute feiern wir Akitu. Was ist Akitu? Akitu ist das assyrische Neujahrsfest. Akitu ist eines der ältesten Feste der Welt. Und dieses Jahr, 2022, feiern wir das Jahr 6772. Das Fest wurde in ganz Mesopotamien gefeiert, auch nach dem Fall von Assyrischen Reiches. Es gab lange farbenfrohe Umzüge durch Dörfer und Städte und Picknicken im Freien und Verschiedenes. In der Antike war Akitu nicht nur ein Tag, sondern 12 Tage. Und jeden Tag gab es verschiedene Rituale. Ich nenne ein paar Beispiele. Zum Beispiel, das erste Tag war für die Gebete für die Götter damals. Das zweite Tag ging der Hohepriester zum Fluss von Tigris, Diklath, und badete dort und ziehte sich weiß an. Der dritte Tag, bevor die Sonne aufging, die Priester und das Volk gingen zum Tempel und beteten. Der vierte Tag, dann der oberste Priester predigte über die Schöpfung und so weiter. Politisch gesehen gab es auch ein sehr wichtiges Ritual, nämlich dass der Hohepriester schlägte den König mit Ohrfeige, bis er weinte. Das sollte ihn an seine Sterblichkeit erinnern und an seine Sünden. Symbol für die Zustimmung der Götter und zum Thron des Königs. Heute feiern wir Akitu mit Paraden, Festen, Kulturprogramme, mit kulturellen Kleidung und Folklore, Tänze gefeiert. Festes war auch, der Tod ist besiegt. Das Leben aus den kalten und dunklen Tagen des Winters ist wieder auferstanden. Der Frühling ist zurückgekehrt. Und das Gute hat über das Böse gesiegt. Zwar glaubten sie an Götter der Naturkräfte, doch hatten sie als erster hochentwickeltes monotheistische Glaubenssystem. So kam es auch, dass die assyrische Nation als erster zum Christentum konvertierte. Und so kommen wir zum Schluss unserer Video von heute, das Feier von Neujahrfest, Frühlingsfest, Akitu, Happy Akitu. Und ich wollte ein bisschen zeigen, was wir im Winter gegessen hatten in der Heimat so.
Das ist Halile, die ich gemacht habe vor ein paar Tagen, ist schon trocken. Und Orude und Aprikosen getrocknet und Feigen getrocknet, Rosinen und Datteln. Das hat man, das waren unsere Süßigkeiten sozusagen. Alles selber getrocknet, wer hatte getrocknet, wer nicht, gekauft oder so. Und dann habe ich diese Torte für diesen Tag gemacht. Ja, Akito, Brijo. Und so zum Naschen auch ein bisschen und ja. Und ich verabschiede mich von euch heute mit Frühlingsblumen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, aber einen Daumen hoch nicht vergessen, sonst verpasst ihr einiges von mir. Und sage Happy Akitu, schönes neues Jahr und Hanisen Brijo. Und Tschüss bis zum nächsten Mal, habe ich es nochmal gesagt.